Pika Pika Ja, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, schön, dass ihr am Start seid, liebe Leute. Ja, ich habe angekündigt, dass ich noch die Twirt Become Human endlich mal ein neues Projekt anfange. Ich habe überlegt, was machen wir? Spielen wir Infamous Second Son oder spielen wir Pokémon Let's Go Pikachu? Die Menschen haben gesagt, machst du einen Trophäen-Guide für Infamous? Hab ich gedacht, die habe ich noch nie gemacht, tatsächlich nicht so meins. Ich bin so eher wirklich ein Let's Player. Und da ich Pokémon sowieso irgendwann mal machen wollte, oder beziehungsweise nochmal machen wollte nach Pokémon Gelb und leider dem Fail mit Pokémon Hard Gold. Ja, Pokémon Weiß haben wir, glaube ich, gemacht. Oder Schwarz, ich weiß es gerade nicht. Und den zweiten Teil auch haben wir nur größtenteils gemacht. Vielleicht muss ich da mal wieder mal ansetzen. Wie dem auch sei, dann wollte ich mal wieder einen Pokémon-Teil machen, auf jeden Fall auf meinem Kanal. Und ich denke mal, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und diesen Teil wollte ich unbedingt mal spielen. Und herzlich willkommen, also wie gesagt, nochmal zu Pokémon Let's Go Pikachu für die Nintendo Switch. Ich habe alles endlich auf die Reihe bekommen, endlich alles am Laufen bekommen. Und, ja. Jetzt geht's endlich los. So, wir dürfen als erstes die Sprache auswählen. Achtung, die zweite Sprache ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Wenn du nicht sicher bist, lass dir für die jemandem helfen. Naja. Da ich, wie ihr hört, Deutscher bin, mache ich natürlich auch die deutsche Sprache rein. Und wir starten unser Spiel, unser Abenteuer aus Kanto. Also ist das Ding hier quasi ein Remake von Pokémon Gelb. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur liebliche Begleiter im Alltag und für andere natürlich werden sie auch in Kampf geschickt. Sorry, dass ich jetzt auch nicht den Text habe. Also, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir doch mal was über dich. Ja, wer bin ich? Wie siehst du eigentlich aus? Ich hab keinen Spiegel hier, scheiße. Nein, ich werde natürlich den Herrn spielen. Und ich bin eigentlich braunhaarig. Das kriegen wir gerade nicht hin. Nehmen wir also diesen Charakter hier. Verrätst du mir doch deinen Namen? Ja, natürlich, auf meinem Kanal könnt ihr natürlich sehen, wie mein offizieller Name ist. Und da werde ich auch übernehmen. So. Warte mal. Ja, ich muss es jetzt wieder ein bisschen ich muss es ein bisschen ändern jetzt gerade. So. Pokémon, Kev Gaming ist mein Name. Ja, so wie mein Kanal auch heißt. Und das ist unser treuer Freund. Unser treuer Begleiter. Also, diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Ha, kennst du ihn? Na klar. Also schließlich hatte von Kindesbeinen die besten Freunde und die größten Rivalen. Wer ist denn noch gleich? Ja, da ich an sehr vielen Pokémon Editionen tatsächlich... Ich habe tatsächlich meinen besten Freund, tatsächlich der, den ich wirklich von... ersten Klasse ausgehört. Und auch in Pokémon Gelb habe ich meinen Rivalen so genannt. Und auch in Pokémon Schwarz und Weiß 2 ebenfalls. Nämlich mein besten Freund Jan. Das ist immer so schon gewesen. Das wird auch so heißen. Ja. Natürlich werde ich den nach meinem besten Freund nennen. Natürlich, das ist Jan. Wie konnte ich das vergessen? Ja, du bist halt alt, ne? Ich hoffe, dass das mit dem Ton alles ein bisschen klappt, weil vieles läuft halt, wie gesagt, bei mir mit dem Ton über den PC. Ich mache das ja mit einer Capture. Und alles drum und dran. Ich hoffe, dass der Ton nicht stört. Bitte sagt es dann, wenn es wohl die ersten Folgen wird wahrscheinlich so sein, weil ich wahrscheinlich eine Aufnahmesession quasi durchziehe mit dem, mit dieser Aufnahme hier. Ich habe 3, 4 Folgen, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Wir müssen eben ein bisschen was vorbereiten, weil ich demnächst wieder in Urlaub bin. Das heißt, wir legen ein bisschen los. Los geht's mit Let's Go Pokémon Pikachu zurück nach Kanto. Ab geht's. Ich werde wahrscheinlich auch die neuen Editionen Schwert und Schild Let's Play.
Guck mal, der hat auch eine Nintendo Switch. Unser Charakter. Die Standard Switch, die ich übrigens auch habe. Also ich habe ja nicht die Pokémon-Edition. So, da sind wir. Auf jeden Fall. Wir dürfen ein bisschen rumlaufen in unserem Zimmer. Gucken wir uns mal um. Ein Globus. Ein paar Bücher. Kann ich nicht auswählen, okay. Aber eine Pikachu-Puppe, cool. Ah, eine super weiche Pikachu-Puppe. Ein paar Bücher, wahrscheinlich Pokémon. Nee, der will immer noch die Pikachu-Puppe nehmen. Aber in unserem PC, ich glaube, das dürfte genauso sein wie in den vorigen Pokémon-Editionen, dass wahrscheinlich sich ein Trank hier befindet. Eine E-Mail von Jan. Hey, Kev Gaming. Hier noch schnell das Wichtigste, das du als Trainer wissen musst. Wenn verschiedene Leute sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Neige den Code Rotzweg, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und dort kannst du dein Spiel speichern. Bis uns morgen, ja? Danke, Jan. Also, tatsächlich kein Trank. Okay. Dazu wird tatsächlich noch einen Trank bekommen. Gut, wir müssen jetzt mal einen, das hier, das aus dem Poster hier oben ist, das kennt ihr tatsächlich bestimmt aus Pokémon Rot, Blau und Gelb, das Intro, der kam zwischen Nidorino und Gengar. Obwohl, glaube ich, in dieser Edition tatsächlich das falsch genannt wird, dass Gengar und Nidoran männlich genannt wird. Es ist aber ein Nidorino. Ja, und ein Gengar, wie gesagt. Gengar kann ich leider nicht ins Team nehmen, da mir ein zweiter Tauschpartner fehlt tatsächlich auf diesen Editionen hier. Deswegen werden wir mal gucken, was wir ein Team nehmen. Ihr könnt natürlich auch herzlich gerne Teamvorschläge machen. Ob ich das ein oder andere Team nehme, weiß ich noch, wie gesagt, wen ich noch nehme. Muss ich gucken. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne Teamvorschläge und alles machen. Weil ich nehme auf jeden Fall dieses Pokémon, nehme dieses Pokémon. Vielleicht werdet ihr auch mit deinem Namen verewigt. Wir wissen es doch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. Wie gesagt, ich wahrscheinlich jetzt eher so drauf hinauslaufen. Meine Freundin werde ich auf jeden Fall definitiv in diesem Let's Play definitiv. Ein Pokémon-Name wird auf jeden Fall meine Freundin sein. Ich weiß jetzt auch nicht genau welches, aber mal gucken. Ich habe eine so ein bisschen im Hinterkopf, welches Team ich nehmen werde. Das ist diese. Oh, der steht gerade so ein bisschen unser Intro. Bist du schon auf den Beinen? Komm hoch. Guten Morgen. Du schaust auf Verdurst zur Wäsche. Bist du nicht ganz wach? Nein, nicht wirklich. Ich habe auch keinen Kaffee gehabt, fällt mir gerade so ein bisschen leid. Ich müsste mir eigentlich tatsächlich mal eine kleine Aufnahmepause mit Kaffee machen. Also ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gelesen? Ja. Wenn nicht, dann liest du die Stimme schnell nochmal durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Brauche ich nicht, ich kenne die Informationen. Außerdem ist es nicht mein erstes Pokémon-Spiel. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eis Labor. So, Moment, ich muss mal gerade kurz ein bisschen was machen. So, damit ich ungefähr weiß, wie weit die Lage die Aufnahme ist. Ich habe noch so ein bisschen. Ich mache mir so ein Deadline, wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Minuten. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wie weit wir hinkommen. Es wird wahrscheinlich in der Situation kommen. So, das ist unsere Mutti. Hey, Mutti. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Ja, wollt ihr doch mit dir eure Pokémon abholen gehen? Ja. Und das ist das kleine Örtchen Alabastia. Da, wo. In der ersten Generation jedes Pokémon-Abenteuer startete als kleiner 10-jähriger Junge, beziehungsweise dann mein weiblich Charakter 10-jähriges Mädchen. Hier unsere starten viele Pokémon-Trainer, also wie gesagt Ash, Gary und unser Freund Jan, ihre ersten Schritte im Leben eines Pokémon-Trainers. Ah, ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Ja. So, oh, da steht der Professor. Übrigens, auch das Pokémon Level-System ist hier ein bisschen überarbeitet gegenüber den ersten Generationen. Das erkläre ich euch aber, oder zeige ich euch dann auch Step by Step. Vieles zeige ich, muss ich euch sowieso ein bisschen zeigen, so Step by Step auf jeden Fall. Ja. Haus von Jan. Gut. Das hier ist dann wahrscheinlich unser Haus. Ja, natürlich. So, und was haben wir hier unten? Das ist wahrscheinlich das Labor. Ich quatsche mit dem Dicken mal kurz. Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit einem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Richtig, mit dem Pokémon, dieses Spiel basiert so ein bisschen auf Pokémon Go. Also Pokémon, das Handyspiel, das vor einigen Jahren, ich glaube zwei oder drei Jahren war das, ziemlich hoch gehypt war und ich habe es auch bis zum Geht nicht mehr gesucht. Ich spiele sogar so ein bisschen nebenbei noch, also ab und an mal, wenn ich draußen ein bisschen unterwegs bin, dann spiele ich noch ein bisschen Pokémon Go. Das ist klar. Weil ich bin Pokémon-Fan seit der ersten Generation. Hallo. Und falls wir gerade diesen Ton gehört haben, ich hoffe, dass man das nicht hört in der Aufnahme. Ist es teilweise, dass man bei Facebook, glaube ich, zwischendurch mal was reingeploppt bekommt.
kann sein, dass zwischendurch mal Leute ein bisschen was posten, aber ich hoffe, wie gesagt, dass es ohne Probleme klappt, dass das nicht fest reingeploppt wird. So, also, Professor Eis Pokémon Labor. Gut, dann legen wir mal unser Abenteuer los. Ich bin nämlich auch heiß drauf, wie dieses Spiel, wie Frittenfeld. Und ich vermute, ihr auch, dass es endlich losgeht. Oh, vielen Dank, Freunde. Ich brauche wirklich mal einen Kaffee. Ihr habt mir dabei geholfen, dass Taubsi etwas besser zu. Euch Taubsi etwas besser. Nein, Moment. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Oh, sieh einer an. Wenn das mal nicht Kev Gaming ist. Ja, der ist es. Ach, stimmt ja. Ich hatte versprochen, dir und Jan euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass es doch gleich zum Labor gehen. Was war das? Ein Pikachu. Ein weibliches Pikachu, vor allen Dingen. Ich hoffe, dass wir gleich ein männliches bekommen, aber ich vermute, dass wir tatsächlich ein weibliches Pikachu kriegen. Oh, wie unglaublich, dass der Pikachu hier rumtreibt. Du sollst die Gelange nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut ziehen und ein Pokéball auf es werfen. Richte den Joy-Controller in Richtung des Pokémon und des. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den Arkel, um Zielen auszuwählen. So, ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme hinkriege. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, das ist natürlich jetzt gerade also ein bisschen doof, weil ich tatsächlich meine Controller abziehen muss. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme kann. Das ist gerade verdammt doof, dass ich das jetzt nicht kann, weil die Switch ist per Aufnahme. Das ist natürlich jetzt gerade ein kleiner Fail. Also irgendwie will der das gerade nicht. Das ist scheiße, du. Ja, schon klar. Kannst du das Viech nicht fangen? Ah, das ist kacke jetzt. Das ist kacke jetzt. Das funktioniert doch schon mal gar nicht. Oder geht das mit dem Weg, mit dem zweiten? Scheiße. Scheiße, so funktioniert das schon mal nicht. Das bedeutet, das läuft über die Capture Card. Das ist das Problem an der Sache gerade. Ah, nee, es funktioniert. Okay. Ach, Gott sei Dank. Das ist halt ein bisschen fuchtel. Sorry, das ist mal zwischendurch mal ein kleiner Fail. Herzlich willkommen, wir haben einen Pikachu gefunden. Mir das hier selber ist es ein bisschen einfacher, aber funktioniert es auch. Gut, hat das funktioniert. Gut. Ha, ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass dies dein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokémon nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du den Pikachu sogar einen Spitznamen geben. So, ich muss natürlich wissen, welches Geschlecht das ist, ob ich das nehme. Huch. Das ist ein lebendiges Kerlchen. Und tschüss. Warte, komm zurück. Hallo, stopp. Ja, natürlich das schwer, die schwerste Entscheidung eines im Leben eines Pokémon-Trainers. Welches Pokémon nimmt man zuerst? Normalerweise bekommt man ja Shigibisasam und Glumanda. Hier wird das ein bisschen anders sein. Ich zeige euch aber auch, wie. Da hat Pokémon-Schwören. Hier war es noch zwei. Ach, da steckt der kleine Ausreißer also. Ich würde im dritten Pokémon befindet sich das Pikachu, das Kev Gaming eben gefangen hat. Was? Echt? Du hast ein Pokémon gefangen? Boah, cool. Wow, habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich lebendig. Los, hält den Pokéball auf und halt ihn ganz fest in der Hand. Wir dürfen tatsächlich jetzt als erstes Pokémon auswählen. Dann nehmen wir den mal.
Ich hoffe, dass wir tatsächlich jetzt wirklich ein männliches Pokémon bekommen und nicht direkt im Let's Play tatsächlich weibliches. Pikachu. Es ist tatsächlich das weibliche Pikachu. Naja, okay. Dann müssen wir es halt so nehmen. Normalerweise ist das tatsächlich... Ich dachte, das wäre random. Gut. Dann weiß ich auch, welche Pokémon-Namen meine Freundin bekommt. Tatsächlich, jetzt wird nämlich das Pikachu werden. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach in der Lust und Laune aus seinem Pokémon hüpft. Aber ich hatte es auch mal direkt ins Herz geschlossen. Was, wenn du mir einen Spitznamen gibst? Ja, mache ich auch. Ja, bekommt es einen. Das ist tatsächlich ein weibliches Pikachu. Ansonsten muss es, kann ich es ganz einfach erinnern. Wir brauchen dann nichts zum Namenswert, aber wie gesagt, ich zeige euch viele neue Dinge, zeige ich euch so Step by Step im Spiel selber. So, die junge Dame, also meine Freundin heißt Joelle und den zweiten Namen bekommt sie auf jeden Fall. Mein Pikachu heißt also Joelle. Also ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Ein Evoli, genau. Normalerweise bekommst du es andersrum, also du bekommst normalerweise im Let's Go Evoli das Evoli und er bekommt das Pikachu, nur dass du damals schon mal Bescheid wisst. Nein, das Pikachu kann man übrigens nicht entwickeln. Aber du kannst tatsächlich im Laufe des Spiels ein Pikachu hier im Vertania Wald. Aber viele Leute kennen das natürlich. Das ging tatsächlich im Pokémon Gelb nicht, da gab es nämlich wirklich nur ein Pikachu im Spiel und das war das, was man am Anfang bekommen hat. Naja. Gut. Ich vermute, dass er da kämpfen möchte. Oh, einen Moment, eine Sache wäre doch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eurer Reise mitnehmt. Also nehmen wir den mit, den Pokédex oder was? Jetzt schon? Das war sehr früh. Was ist das? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuer begegnet. Es ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Kev und Jan, hier bekommt ihr jeweils eins. Einmal du, eine leere Hand und du bekommst auch eine leere Hand. So, wir haben einen Pokédex bekommen. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit langer Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass die zwei in meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon mal auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, geil, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wenn auf der Reise so viel Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sind bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass euch nicht hetzen. Bis später. So. Dann geht's jetzt also los. Unser erstes Abenteuer hier in Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, was will die denn? Ach, unsere Mutti. Ah, Pikachu, du bist so süß. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Oh, Moment, was sagst du da? Du hast es ganz allein gefangen? Ach, da bin ich ja sprachlos. Wie heißt das Kleine? Ah, Joelle, wirklich niedlich. Ja. Pika, Pika. Ui, das ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich dir das für dich aufbewahrt. Eine Karte! Ist ja nicht so, als ob ich die Karte auswendig kenne. Du verstaust das Item, also Item, nicht Item, Item. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beide eine gute Reise. Passt auf euch auf. Macht's, machen wir. Danke, Mutti. So, dann geht's jetzt hier los mit der unserer Reise. Ich zeige euch mal ein bisschen was. War das jetzt gerade mit Y? Ne, mit B. X. X war das. So, unser Team, natürlich haben wir noch gar keine Informationen. Hier können wir uns speichern. So, einmal das kurz erledigt. Und dann geht's los. Ah, genau. Ich wollte euch was zeigen. Ich zeige euch die Karte kurz. Es gibt verschiedene, auch verschiedene Boxen, wenn man es so mal sieht, oder Taschen. Die Pokémon-Box, klar, für unser Sachen wie... da wird unser Team angezeigt, so rum ist es richtig, genau. Die Medizintasche für die ganzen Tränke, TM-Boxen, für halt die TMs. Die Stärkungstaschen sind wahrscheinlich für AB plus ETC. Die Bonbon-Glas, und dann, da kommen die Sonderbonbons rein. Auch diverse andere Sachen. Ihr könnt zum Beispiel Pokémon, die ihr gerade gefangen habt, wenn ihr sagt, ihr fangt jetzt 5 Raupis oder so, verschickt ihr den Professor, kriegt ihr einen Raupi-Bonbon. Und damit könnt ihr dann zum Beispiel euer Raupi oder sowas stärker machen. Dann Klamottenkoffer, wir kriegen natürlich verschiedene Outfits und alles drum und dran. Eins werde ich mir auf jeden Fall anziehen, das kommt aber dann noch eine ganze Weile später.
Die Fangtasche sind wahrscheinlich für die Bälle und die ganzen Beeren. Die Kampftasche für die ganzen Kampf-Items, wie zum Beispiel. Ich finde jetzt gerade keinen Spontankant. Um Verteidigung zu stärken oder so. Es gibt ja diese Verteidigungsstärke-Items und so alles drum dran. Weißt du, was ich meine? Ja, so eine Karte. Alle praktische Karte, die ihr jetzt halt aufgerufen kann, zeige ich euch mal jetzt gerade kurz, damit ihr ungefähr wisst, wie weit die Region ist. Ihr kennt die Region. Viele, wie zum Beispiel die Pokémon, die erste Generation Spieler, müssen die Karte kennen. Es ist ungefähr derselbe Aufbau. Nur halt, wie gesagt, das System von Pokémon Go. Gut. Dann noch ein bisschen anders. Ihr seht Taubsi und die Radfratzi rumlaufen. So könnt ihr ungefähr wissen, wo die Pokémon sich befinden. Also die tauchen nicht random im rohen Gras auf, sondern fliegen ein bisschen oder laufen hier so ein bisschen durch die Gegend und alles. Und dann, wie gesagt, das System ist von Let's Go. Von Pokémon Go ein bisschen gemacht. Und was macht ihr? Guck mal, Radfratz kommt sogar zu uns. Ich bin stehen geblieben. Radfratz kommt sogar zu uns gelaufen. Jetzt muss ich natürlich wieder das Dings machen. Es funktioniert das wieder nicht, wie ich das haben will. Das kommt mich gerade an. Das ist jetzt gerade so ein bisschen ärgerlich. Normalerweise funktioniert das aber auch. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, ja, ist gut. Ah, Mann. Ich kann das Problem, sogar nicht keine Pokémon fangen. Jawohl, so funktioniert das ganze Ding. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Radfratz gefangen. Nein, Radfratz kommt immer nicht ins Team. Wie gesagt, das wird auch wahrscheinlich schon bei etwas passieren, dass wir die Pokémon nicht auf die Reihe bekommen. Genau, so einfach funktioniert das ganze Ding mit dem Fangen. Es wird nicht nur über die Kämpfe gehen und alles drum und dran, sondern wir fangen ganz einfach so viele Pokémon, wie es möglich ist. Und so kriegt ihr quasi die ganzen Erfahrungspunkte. Wir haben zum Beispiel einen Bonus-Multiplikator von 1,8. Neues Pokémon, großartige Wurftechnik. Und wenn wir ja großartig gemacht haben. Und wir haben also quasi 20 Erfahrungspunkte für dieses Pikachu, Radfahrt bekommen. Somit bekommt man Pikachu 20 Erfahrungspunkte und wird natürlich so dementsprechend stärker. Wir kriegen auch einen Pokédex-Antrag für Radfahrt. Für Radfahrt wurde ein Antrag Pokédex angelegt. Natürlich ist es knabbert mit seinen zwei Nagezähnen. Alles sieht jeder. Schluss war zwar eines. Findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Ja, das kennen wir ja mittlerweile auch. So. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir fangen ein weiteres Radfatz. Und kriegen quasi wieder so einen Bonus, weil wir quasi da eine kleine Fangserie haben. Na, ja, das klappt nicht ganz. Okay. Jawohl, wir haben gerade das Pokémon gefangen. Dann gebe ich jetzt unseren zweiten Trainer gerade zur Hilfe gekommen. Wir wundern mich gerade auf. Wahrscheinlich, weil wir beide Kontrolle haben. Ihr könnt tatsächlich auch mit einem Freund zusammen spielen. Ja, das stimmt wohl. So, wir haben jetzt einen erfolgreich fangen, guter Wurf, Wurftechnik und eine Fangserie. Wir haben eine Fangserie von zwei, also haben wir, jetzt ein zweites Radfass bekommen. Und Pikachu ist somit quasi fast schon Level 6. Fangserie 2, sieht das gerade einfach mal. Und jetzt zeige ich euch kurz noch was anderes, nämlich, cool! Das ist cool. So, warte mal, ich zeige euch weiter was anderes. Normalerweise wundere mich gerade, dass die jetzt da rumläuft, weil ich wahrscheinlich, weil ich mit der zweiten Kontrolle arbeite. So, ihr geht auf die Pokémon-Box. Dann geht ihr auf Pikachu, auf Dings, auf Team Entfernen, klar. Weg damit, weil ich brauche sie nicht unbedingt. So, dann geht ihr auf Y und jetzt, warte mal, wie war das jetzt? Ne, genau, eine Professor schicken mit X. Wo ist das richtig? Ah, mit A, Entschuldigung. Da könnt ihr die markieren. Und mit Y könnt ihr die dann verschicken. Zack. Weil ich mit dem einen Radfahrt. Oh, du hast eine Nachricht über das Eich erhalten. Vielen Dank für dieses Transfer. Das bringt meine Forschung sicherlich voran. So, zum Dank wird eine Belohnung. Wir bekommen Flottbonbons. Das heißt zwei Stück. Und das ist das, was ich mit dem Bonbonglas meine. So. Genau, die haut jetzt wieder ab. Und das Radfahrt kommt direkt hinterher. Okay, dann fangen wir das auch noch. Danach war hier nicht die Folge damit gehen. Dann haben wir zumindest das ganze Intro-Dings und alles so schon mal abgearbeitet. Ah, scheiße.
Nicht ganz. Jawohl. Es dauert halt alles ein bisschen. Sorry, dass ich das jetzt so mal mache. Das scheint zu funktionieren. So, wir haben einen Radfahrt gefangen. Das dritte jetzt hintereinander weg. So, 13 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Haben wir wieder eine Fangserie. Haben wir eine Fangserie von 3. Und Pikachu reicht Level 6. Müsste sogar eine neue Attacke lernen, glaube ich. Ja, die Attacke Ruckzuckhieb. So. Nein, ich brauche Radfahrt übrigens nicht im Team, by the way. So, dann verschwinden wir hier mal. Weil das ist mir gerade zu viel. So, hier links. So, Pokémon Box. Das erstmal weg damit. Das Team entfernen, ja. Und dann gehe ich da drauf. Ah, den Professor schicken. Ja, bitte. Weg damit. Das ist mein nichts komplizierter tatsächlich gerade. Ja, liebe Leute, das war's mit der ersten Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Ja, Pokémon Let's Go Pikachu, hau ab, weg, geh weg. Und dann schauen wir mal weiter, wie das Abend, was das Abenteuer so bringt. Bis dahin und auf Wiedersehen. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und lasst auch gerne mal ein bisschen konstruktive Kritik da. Bis dahin und auf Wiedersehen.